Servus zusammen, die erste Woche des neuen Jahres 2022 ist rum. Wir haben den 7. Jänner und es ist 18.13 Uhr. Ich fand die Woche, glaube ich, kann man bezeichnen als richtungsweisend für das, was meiner Meinung nach hier in den nächsten Monaten passiert. Von den Aktien her sind es die Banken, die hier den Ton angegeben haben, egal ob Commerzbank, Deutsche Bank oder ING, genauso wie die Versicherungen Allianz, Hannover Rück, Münchner Rück, alle Finanzwerte, nennen wir es mal so. Das hat mir echt gut gefallen dieser Woche. Auch heute an einem schwachen Tag, die Commerzbank mit 3,5%, Deutsche mit 1,7%, fand ich cool. Bei den Autos, gut, Daimler hat, die haben eine Story, ja, mit dieser neuen Batterie, mit dieser neuen Kapazität, die sie da haben, mit diesem neuen Auto, EQS oder wie auch immer das jetzt heißt. Und okay, heute haben sie halt mal Zahlen gebracht, die sind nicht so gut. Aber allzu viel haben sie auch nicht verloren. Von fast 76 sind die runter auf 73,5. Ich finde, das geht noch. Ich glaube, in dem Zusammenhang, dass von den Autos die Daimler am stabilsten laufen werden in dem Jahr. Und ich glaube also auch, die werden weiter hochgehen, tendenziell. Aber vielleicht nicht in den ersten 3 Monaten. Ich bleibe bei der Aussage von dem Jahresausblick, dass das erste Quartal wird schwierig bis deutlich schwächer. Und vor euch liegt der Wochenchart. Und da finde ich jetzt auch gleich wieder für die erste Woche eine ziemlich unangenehme Kerze. Das ist ein Inverted Umbrella Doji. Aus dem Band raus, ins Band rein, gefallen darf mir das nicht. Also überhaupt nicht. Auch wenn die Bänder auf Wochensicht gar nicht mal so weit auseinander sind. Ja, die sind noch nicht eng. Das hier ist eng. Ja, aber wir haben hier ganz grob so 1300 Punkte. Das ist absolut normal. Das ist nichts Weltbewegendes. Das MACD ist leicht positiv. Im neutralen Bereich leicht positiv und die Stochastik ist im neutralen Bereich. Das ist nichts. Aber dieser Inverted Umbrella Doji, und hier ist es nämlich auch ein Doppeltop, das müssen wir uns jetzt mal auf Tagessicht anschauen. So, ein bisschen näher rangeholt, beziehungsweise ein paar mehr Kurse mehr reingeholt, in die Mitte gedreht und jetzt geht's. Ganz klares Doppeltop. Und das ist das, was ich gar nicht mag. Am All-Time-High macht der DAX ein Doppeltop, ja, bei 16.300. Letzteres haben wir noch nicht mal gesehen in dieser Woche. Das ist nicht schön. Der bringt sich in eine ganz blöde strategische Ausgangsposition für die nächsten Wochen. Das ist nicht gut. Ich kann aber auch sagen, dafür, wenn wir das jetzt wirklich mal rausnehmen, diese 16.300 mit Schlusskurs plus 50 Punkte, wäre das natürlich nicht verkehrt, aber ich sehe das nicht. Wir sind aus dem Band raus, wir sind ins Band wieder rein, wir schließen unterhalb der 10-Tage-Linie. Wir haben einen Doppeltop auf dem All-Time-High. Dafür nicht gefallen. Wer bei mir mal einen Kurs besucht hat, der weiß, was ich hier sage. Lang, kurz, kurz. Einem langen, wenn dem zwei kurze folgen, ist das ein ziemlich brauchbares Signal. Und das ist negativ hier. Wir haben ein ganz frisches Verkaufssignal über die Stochastik. Nee. Also ich habe hier im Moment nichts Positives. Schön, dass er nochmal das All-Time-High gesehen hat. Das habe ich so nicht erwartet. Bei mir war also 16.200, 16.230 war Schluss. Aber okay, so kleine Übertreibungen kommen immer mal wieder. Ich bin die nächsten paar Wochen nicht da. Und also ich weiß noch nicht genau wann. Das ist der VDAX. Wir sind heute hier und jetzt schon mal plus 3,88% oder 0,7 Punkte auf 18,7. Ich möchte fast wetten, was ich habe, dass das Ding hier deutlich über die 20 geht. Irgendwo sind im Bereich 22 bis 24, kann ich mir vorstellen. Ich gehe davon aus, ihr wisst es, wenn ich nicht da bin, dann boxt der Papst im Kettenhemd. Ihr kriegt Wolle in den nächsten Wochen. Und da ich nicht weiß, wann ich wiederkomme, das kann heftig werden. Ja. Ich bleibe grundsätzlich negativ. Ich habe als erste relativ sinnvolle Stütze natürlich die 20-Tage-Linie. Oftmals ist es so, wenn wir einmal das Band durchlaufen, vielleicht sogar auch rausgehen, zumindest am oberen rumkuscheln, dass wir dann eine Korrektur haben bis zur 20-Tage-Linie. Und die ist hier bei 15.748, heute hier und jetzt. Und die ist dabei, in die Horizontale zu gehen. Von den Bändern her habe ich kein Signal. Die sind zwar breit, aber kein sinnvolles Signal. Die 200-Tage-Linie ist natürlich da mit 15.575, aber wichtig ist dieser Punkt hier, das ist die etwas über 15.000, die 15.018. Wenn wir da drunter gehen, dann ist das hier die letzte Bastion, die halten kann. Und da sind wir bei diesen altbekannten 14.800. Ich runde leicht. Also, so schön ich die ersten 2 Tage fand in dieser Woche, oder die ersten 3 Tage, ich muss sagen, so sehr hat der versagt in den letzten 2 Tagen.
Allein schon mit diesem Gap, was wir hier aufgemacht hatten beim Opening hier. Nochmal schön zurückgeholt und dann verließen sie ihn wieder. Ich darf es mit Blick auf das hier nicht mögen. Ich bin hier nicht nur vorsichtig, ich bin hier tendenziell eher negativ. Ist vielleicht ganz gut, dass ich nicht da bin, sonst würde ich wahrscheinlich hier die ganze Geschichte nur nach unten spielen. Ich habe euch Scheine mitgebracht. Und diesmal 4, weil ich ja jetzt eine längere Zeit nicht da bin. Nochmal, bei den K.O.-Scheinen ist es so, dass die Calls nach oben sich verändern. Also der ist dann hier Montag, Dienstag irgendwann 14.996 und die verändern sich nach unten. Das müsst ihr ins Kalkül ziehen. Ich habe euch verschiedene Basen mitgebracht. Einmal hier eine Basis 14.693. Das ist jetzt erstmal für die Watchlist. Das ist jetzt hier mit dem Hebel 12. Das ist jetzt hier, das ist kein Kauf hier. Aber ich möchte gern wissen, wie reagiert der, wie verhält er sich hier im Bereich 20-Tage-Linie? Und wenn wir das schnell rausnehmen, dann hat die Technik hier viel Platz nach unten. Dann, wie gesagt, die 200-Tage-Linie, danach hier die 15.018. Also das ist jetzt erstmal einer, den habe ich ganz bewusst hier unten drunter gelegt, unter die 14.800. Wenn der hier irgendwo reinfällt, kann man sich den anschauen. Dann ist natürlich der Hebel von 12 dementsprechend größer. Hier haben wir die GH5RVD. Für diejenigen, die sagen, nee, was der Schlegel erzählt, ist Quatsch, gibt es ja immer mal wieder, habe ich einen auch genommen, der unterhalb von der 200-Tage-Linie liegt, und zwar hier bei 15.506. Der liegt hier. Für den Fall, dass der jetzt so langsam runtermeandert, dann wird die Technik trotzdem fallen, aber der Markt wird nicht viel verlieren. Und deswegen habe ich den hier reingenommen für die Watchlist, 15.506. Heute hier und jetzt ein Hebel von 37. Das sind Optionen, die machen Spaß. Ebenfalls Open End, die GX45NE. Bei dem Putz kann ich es mir ein bisschen einfacher machen. Ich habe einen genommen, der hinter dem All-Time-High liegt, hinter diesen 16.300. Hier mit der 16.539, Hebel 26, auch Open End. Das ist die GH4TAZ. GH4TAZ. Und dann habe ich eingenommen, dem das hier zu heiß ist, das ist lediglich ein 15er Hebel mit der Basis 17.005. Der dürfte am Montag, Dienstag liegen, so um die 17.002. Also auch der verliert, ist ganz klar. Ebenfalls Open End, das ist die GH85XS. GH85XS, der liegt also hier noch weiter höher, der ist gemütlicher, der ist ruhiger. Aber deswegen, bei fallenden Kursen verliert er trotzdem nicht an Wert, sondern gewinnt dazu, ganz klar. Das gefällt mir hier nicht. Lang, kurz, kurz, frisches Verkaufssignal, Außenband raus, ins Band wieder rein. Jetzt an der, beziehungsweise leicht unter der 10-Tage-Linie. Also sorry, Doppeltop. Ganz blöde strategische Position, in die er sich hier reinbringt. Mag ich nicht. Leute, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie lang ich weg bin. Ich kann es nicht sagen. Ich sag mal 2 Wochen mindestens. Und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute und ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ciao, ciao.